Ein Blick in den Fahrgastraum zeigt drei Veränderungen. Am auffälligsten das neue Vierspeichenlenkrad. Dank des dickeren Radkranzes liegt es ausgezeichnet in der Hand. Und die Zeit der Provisorien mit den verschiedenen Arten von Lenkradbezügen ist zumindest für dieses Modell vorbei. Wie man sieht, beeinflusst die breite Narbe keineswegs die Sicht auf die Anzeigeinstrumente. Dabei fällt dem Trabantkenner sicherlich sofort die Kraftstoffanzeige auf. Mit der Kraftstoffanzeige ist ein echter Beitrag zur Verkehrssicherheit geschaffen worden. Trabantfahrer wissen, was es bedeutet, wenn man im dichten Straßenverkehr womöglich noch auf Kreuzungen auf Reserve umschalten muss. Bemerkenswert beim neuen Trabant ist auch das aufgemalte Handschuhfach und das erstmals serienmäßig mitgelieferte Navigationssystem. Die Sitzflächen sind bespannt mit der Imitation eines preisgünstigen Lederimitats aus imitiertem Linoleum-Imitat, das mit der ästhetisch meist wenig ansprechenden Erscheinung des Fahrers eine optische Symbiose eingeht. Ebenso nutzlos wie teuer ist auch das gegen Aufpreis erhältliche ABS Anti-Beschleunigungssystem, die neue Zentralverriegelung sowie der oft lebensrettende Seitenaufprallschutz. Natürlich nur, wenn Ihre Frau mitfährt. Der neue Trabant 601 LX Deluxe ist also durchaus empfehlenswert und mit etwas Augenzwinkern fast schon als Auto zu bezeichnen. Als kleines Dankeschön erhalten die ersten 100 Käufer übrigens noch ein kostenloses Duftbäumchen. Guten Abend.